was geht ab? Mein Name ist IdoPCD. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, obwohl es hier gerade super windig ist. Heute ist wahrscheinlich wettertechnisch der beste Tag, den ihr sehen könnt. Es ist richtig die Sonne am Strahlen und man merkt richtig die Wärme im Gesicht, obwohl es gerade ein bisschen windig ist. Aber es sieht so geil aus. Das Panorama hier ist wirklich krass. Ich habe oft mit Menschen, mit so Leuten geredet, die so meinten, nee, Winterurlaub ist viel cooler als Sommerurlaub. Boah, ich hoffe echt, ihr könnt mich verstehen. Wegen der Aussicht und so weiter. Man muss sagen, die Aussicht ist auf jeden Fall krass. Also ob da der Sommerurlaub mithalten kann, ist schwierig. Aber mal gucken, was der Tag noch so bringt. Den bist du gut drauf. Ja! Wir sind ja gerade schon voll eingesunken. Hier ist voll der tiefe Schnee gerade, wo wir sind. Max packt das ganze Kamera-Equipment aus. Und eigentlich haben wir heute die besten Voraussetzungen, um Snowboard zu fahren, denn die ganze Nacht hat es quasi geschneit, also zumindest so gegen später dann, also ihr wisst, was ich meine, und gestern den ganzen Tag. Und heute ist geiles Wetter, also kann es eigentlich nur gut werden. Ich bin sehr gespannt. Mir frieren jetzt gerade die Ohren ab, deswegen soll ich mal meinen Helm aufziehen und ich huste jetzt nimmer und dann geht's ab auf die Piste! Nachdem wir jetzt mit anfänglichen Problemen wieder fleißig gefahren sind, habe ich viel hin und her überlegt. Ja, ich habe mir überlegt, soll ich es zeigen, soll ich es nicht zeigen? Aber ich bin der Meinung, heute habt ihr verdient, unser Essen zu sehen. Ich habe eine Ofenkartoffel mit übertrieben viel, was sind das, so Röstzwiebeln, ne? Der Max hat einen dicken Burger mit Pommes, aber nicht so viele Pommes, weil da gibt es einen, der isst die auch. Und Lena, das ist einfach nur ein pures Schnitzel. Hast du keine Pommes dazu? Ich habe Schnitzel und Salat, aber das ist dann Wiener Schnitzel. Und das ist irgendwie so ein Schwein oder pures Schnitzel Wiener Art. Das ist nicht gut. Ein Wiener Schnitzel ist immer kalb. Gestern hatten wir ein Wiener Schnitzel, das war richtig gut. Das ist scheiße. Ja, gestern wollte ich den Leuten das aber nicht zeigen. Gestern hatten wir richtig geiles Essen, aber ich war einfach nicht in der Stimmung, ihr wisst ja, ne? Was machst du da? Ketchup auf? Richtig. Ihr merkt, hier geht einiges. Ja. Leute, ganz ehrlich, ich frage mich gerade, gibt es eine Sportart, die noch mehr abfuckt zu lernen? Ganz ehrlich, dann bist du mal auf so einer Scheißpiste wie hier zum Beispiel. Da besteht dann irgendwie alles aus Eis oder so. Oder die ist einfach kacke. Dann kommst du da einfach nicht mehr weg, legst dir die ganze Zeit auf die Fresse, denkst dir so, yo, macht schon Spaß, ist schon geil. Bist zwar allen Leuten die ganze Zeit im Weg. Ich komme hier auch gar nicht voran, Leute. Man eiert hier so richtig rum, so nur auf Eis. Und das kann man einfach nur knicken. Das ist einfach nur richtig scheiße. Und dann macht mich das so richtig aggressiv. Dann habe ich keinen Bock mehr zu fahren. Dann lege ich mich die ganze Zeit nur auf die Fresse. Was ist hier los, ey? Das ist eine richtige Scheißstrecke. Und die steht einfach nur aus Eis. Boah, das macht mich auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall keinen Sport, der mich aggressiver macht bislang als das. Wenn ihr irgendwas kennt, was noch behinderter ist, was noch mehr abfuckt. Guckt euch das mal an. Das kann auch nicht deren Ernst sein. Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn ihr was kennt, was noch mehr abfuckt. Also Snowboarden bringt mich schon richtig hart zur Weißglut manchmal. Es fuckt mich schon richtig krass ab. Wir sind jetzt unten angekommen und ganz ehrlich, es hat mich so aggressiv gemacht. Es hat mich einfach so aggressiv gemacht. Das sind einfach so Sachen, die man einfach nicht verhindern kann. Wir wollten eigentlich ganz normal das Stück fahren, was wir am Anfang auch gefahren sind, aber dann ist die Gondel ausgefallen wegen Wind, dann mussten wir ein anderes Stück runter, dann wird man gezwungen, irgendwo lang zu fahren, wo man nicht lang fahren will. Dann ist die Strecke übertrieben behindert und vereist. Dann ist man allen Leuten irgendwie im Weg, weil die mit dem Snowboard, oder dann ist es einfach nicht steil genug, weil man kommt mit dem Snowboard nicht voran, dann muss man das mal wieder tragen, wieder ein paar Meter, dann fährt man wieder. Aber das war so eine Scheiße, das hat mich so abgefuckt einfach nur. Fandest du es gut, Dena? Es hat echt, wir hatten echt eigentlich so den Tag über, also es hat nicht so gut angefangen, aber dann haben wir eine echt coole Piste gefunden, die wir dreimal glaube ich gefahren sind, die richtig gut war. Und dann wollten wir nochmal fahren, können wegen des Lift nicht machen. Das hat so zerstört jetzt nochmal diese scheiß Talabfahrt. Teilweise war gar kein Schnee mehr, war nur noch Eis, nur Eis. War eine Straße, wo man rüberfahren musste. Ja, und das Schlimmste halt teilweise die Stellen, wo es einfach nicht runterging und du mit dem Snowboard nicht weiterkommst. Wenn du Ski hast, hast du ja noch diese
wie nennen sich diese zwei Dinger halt? Stöcke. Diese zwei Skistöcke. Und als Snowboarder kannst du dann einfach nicht weiterfahren. Dann musst du absteigen, dann musst du dich wieder anschnallen, dann kommt wieder so eine Stelle, dann musst du dich wieder so abschnallen, dann kannst du wieder laufen. Boah, richtig stressig auf jeden Fall. Naja, wir brauchen jetzt irgendwas, um runterzukommen. Alkohol. Ja, vielleicht. Tja Leute, normalerweise wird es immer hell, nachdem ich den Finger von der Linse genommen habe, ne? Aber jetzt halt leider nicht. Das liegt daran, dass ich unter der Decke liege. Und zwar ist das ganze Video zum Ende hin ja ein bisschen abgefuckter geworden. Musste ich mich mal ein bisschen austoben, denn ich war auch richtig abgefuckt. Ich habe es euch ja erzählt, warum das so war. Und mittlerweile haben wir 3:30 und nichtsdestotrotz war es ja ein schöner Tag. Ja, wir haben ja schöne Sachen erlebt, wir haben Fortschritte gemacht auf der Piste davor. Da war ja alles gut, super Sachen gegessen, ja. Und tatsächlich ist jetzt auch endlich das Video im Upload. Das macht mich auch sehr glücklich, nachdem ich jetzt wieder eine Dreiviertelstunde nach dem richtigen WLAN-Platz gesucht habe. Ist auch das geschafft. Leider war das... Jetzt hast du aber wieder genau denselben WLAN-Platz. Oder? Ja, aber es hat da gerade einfach nicht funktioniert. Da unten liegt das... Das MacBook, es hat gerade da nicht funktioniert. Leute, ich finde, WLAN ist auch so eine Sache, die kann ich manchmal einfach nicht verstehen. Man hat WLAN, dann funktioniert es nicht, dann macht man es nochmal aus und wieder an, dann funktioniert es auf einmal wieder. Das ist so ein ständiges Hin und Her. Das WLAN einfach nicht. Ja, auch diese Handys immer. Es gibt auch diese Hütten oben auf dem Berg, dann findet das das, dann findet das das nicht, dann hat es das gefunden, dann öffnet sich die Anmeldeseite nicht bei mir, ja, immer. Ich, Leute, was ist WLAN für eine Zicke eigentlich, ne? Ja. Also ich finde WLAN ja gut, ne? Ja, ich aber ja auch. Aber das funktioniert manchmal nicht. Gut, weil kein Kabel und so, ne? Ja. Das geht durch Wände, wie ein Geist. Wir haben uns auch gefragt, wie die das überhaupt schaffen, dass da Internet auf den Hütten überall ist. Ja, im Skigebiet oben, überall. Auf dem allerhöchsten Punkt, oben am Berg, da waren wir noch gar nicht, aber steht auf der Karte, ist WLAN. Wie machen die das? Ich mit glaub, ganz vielen Routern. Ja, ich glaube, das ist WLAN. Eine Routerkette. Über WLAN machst. Ja, Leute, auch wenn das heutige Video vielleicht nicht ganz so umfangreich oder inhaltsgeladen war, wie vielleicht die anderen Videos, hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Natürlich geht es morgen weiter. Da versuchen wir natürlich irgendwie das Ganze noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Und wenn es euch gefallen hat und ihr weiter dabei seid, dann gebt den Daumen nach oben und take this easy. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Bis dann, mach's gut. Ich glaube, ich habe die letzten Videos gar nicht mehr so beendet, fällt mir gerade auf. Nein. Ich glaube, wie hast du denn beendet? Ich habe, glaube ich, einfach Tschüss gesagt und die Hand so draufgehauen.